Ich bin Tanja Schenk, ich bin 17 und bin im dritten Lehrjahr als Floristin. Wir sind heute in Marsano bei der Anja Schenk und sie schenkt uns heute einen Einblick in die Welt der Floristinnen und Floristen. Anja, erzähl uns doch mal, wie sieht ein ganz normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Also am Morgen komme ich ins Geschäft und nachher kommt entweder die Ware rein, so wie heute Morgen. Und dann laden wir die Ware ausladen und einstellen. Oder dann fangen wir gerade schon an mit Produzieren für einen Laden oder für Bestellungen. Oder die Blumen noch rüsten und den Laden schön gestalten, dass es schön aussieht. Nachher gehört auch dazu, zu verkaufen. Das ist ein grosser Teil, die Leute beraten. Und zwischendurch muss man etwas im Büro machen, mal ein Kärtchen ausdrucken für einen Kunden oder eine Rechnung schreiben. Wie wichtig ist der Kundenkontakt bei dir im Beruf und ist das die Haupttätigkeit? Es ist sehr wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist die Haupttätigkeit. Es ist auch vom Zeitaufwand 50-50 vielleicht sogar etwas mehr zu gestalten. Aber ohne Kunden hätten wir ja keine Aufträge und könnten keine Aufträge machen. Wie wird man geschult für spezielle Kunden, zum Beispiel wenn jetzt jemand auf eine Beerdigung muss oder so? Wir haben UKAS über betriebliche Kurse. Wir haben einen Kurs für Verkauf, wo wir einfach mal ganz oder normal Verkauf lernen und geschult werden. Und dann haben wir auch noch eine Trauerfloristik und Trauer-UK, wo wir dort auch die Sachen lernen, wie das man eben mit dem umgeht. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn ein Kunde zufrieden ist? Das macht einem schon ein bisschen stolz und gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man einen Kunden so beraten konnte, dass er zufrieden rausgeht. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man als Floristin oder Florist haben muss? Ich muss sicher sehr kreativ sein. Man muss gerne mit Naturmaterialien arbeiten. Also gerne mit Blumen und Holz und ganz vielen verschiedenen Materialien. Man darf sich sicher nicht schaden, irgendwie die Hände dreckig zu machen, weil das passiert halt manchmal. Und man muss sicher Freude haben im Kontakt mit Menschen, mit Kunden. Anja, zeig mir mal deine zwei Daumen. Sie sind nicht grün. Braucht man einen grünen Daumen, um Floristin oder Florist zu werden? Ist sicher von Vorteil, aber ich habe selber kenne, es geht ohne. Anja, wie bist du auf die Idee gekommen, Floristin zu werden? Also ich war schon immer gerne kreativ und gerne draussen. Und habe gerne gebastelt und genäht und so. Und dann dachte ich, kann ich mal schnuppern. Was war bisher dein grösster Erfolg? Keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich ist es immer wieder ein grosser Erfolg, wenn man einen Kunden bedienen konnte und dann wirklich beraten konnte, ein längeres Beratungsgespräch hatte und wenn dann er glücklich rausgeht. Das ist schon immer ein Erfolg. Genau. Was war bisher der grösste Fail? Ich hatte noch nie so einen riesengroßen Fail. Also bist du ein Pro? Nein. Nein, sag ich. Gestern ist mir etwas Blödes passiert. Ich war im Laden, weil ein Kunde verabschiedet. Und dann habe ich gesagt, auf Wiederhören, statt auf Wiederschauen. Und dann haben sie hinten lachen. Aber es war nicht so schlimm, weil der Typ hat mich, glaube ich, nicht ganz so verstanden. Wie wichtig ist Teamplayer-Fähigkeit als Floristin? Bei uns ist es sehr wichtig. Wir sind ein grosses Team und ein grosses Geschäft. Und dann muss man je nachdem manchmal schon einander in die Hand arbeiten. Je nachdem, immer wenn es viel zu tun gibt und es stressig ist, ist man froh, wenn man zusammen arbeiten kann. Und je nachdem, wo beim Laden, beim Bedienen, dass man schaut, dass man einander hilft, dort, was nötig ist. Das ist sehr wichtig. Welchen Einfluss haben die Jahreszeiten auf deinen Beruf? Ein sehr grosser. Einerseits wegen der Blumen, wegen der Blumenausfall. Man braucht viele verschiedene Blumen in der Saison. Es hat nicht jede Saison die gleichen Blumen. Und nachher sind es die Feiertage, die auch ein grosser Teil sind, was man es macht. Im Winter hat man den Advent, der sehr viel läuft, und den Valentinstag. Und nachher im Frühling ist der Muttertag. Und weil Frühling ist, dann erwachen alles ein bisschen und dann wollen alle Blumen kaufen. Genau. Und im Sommer ist es ein bisschen ruhiger. Wie lange geht die Lehre? 3 Jahre. Und wie unterscheiden sich die verschiedenen Lehrjahre voneinander? Also jetzt bei uns unterscheidet sich so, im ersten Lehrjahr sind wir viel wirklich mit unserem Lehrmeister unterwegs und dann zeigt er uns, was wir alles müssen lernen müssen. So Basics, Straussbingen, Gesteckchen machen. Und im ersten Lehrjahr musst du auch noch ein bisschen mehr putzen. Im zweiten Lehrjahr hat man den ganzen Trauerbereich und Verkauf durch man verteufeln im zweiten Lehrjahr. Und dann im dritten Lehrjahr ist noch die Hochzeit, die man anschaut, die ganze Hochzeitsfloristik. Und nachher eigentlich auch noch ein bisschen Repetition.
Wie viele Tage Schule hast du pro Woche? Einen Tag. Und was machst du an diesem Tag? Schuhe haben. Also was hast du für Fächer in der Schule? Wir haben in der Berufskunde haben wir Floristik, Botanik, also ein bisschen Pflanzenkenntnis. Und wie die Pflanze aufbauen ist, nachher haben wir gestalten und dann haben wir noch Verkaufskunde. In der Botanik, was lernt man da? Zum Beispiel, wie ein Blümchen aufbauen ist, wie das die Wasserleitungen von innen aussehen und alles solche. Wie viele verschiedene Blumen kennst du? Ich weiss gar nicht. Viel. Wir haben so eine Big Karteikärtchen, die wir müssen lernen. Das sind wirklich sehr viele. Wie ist das Geschlechterverhältnis bei dir im Beruf, Männer und Frauen? Es gibt viel mehr Frauen als Männer. Es gibt nur selten Männer, die es machen. Es gibt es aber sehr wenig. Wieso denkst du, ist das so? Keine Ahnung. Man denkt eigentlich, es sollte keine Rolle spielen. Es ist eigentlich schade, gibt es wenige Männer. Es spielt ja eigentlich keine Rolle, ob es Mann oder Frau ist. Kundenkontakt oder Sträusli stecken? Sträusli stecken tut man nicht, man tut sie bingen. Aber ich tue gerne Sträusli bingen. Tulpen oder Rosen? Rosen. Was kostet mehr? Rosen. Muttertag oder Valentinstag? Muttertag. Was ist besonders am Muttertag? Es gibt viel Blumen. Was hast du gegen den Valentinstag? Ja, nicht. Trockenblumen oder Stöckli? Trockenblumen. Welche Blumen eignen sich gut zum Trocknen? Schleierkraut. Berufsfachschule oder Arbeiten? Arbeiten. Wieso? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Unzufriedener Kunde oder schlechte Noten? Schlechte Noten. Hast du überhaupt schlechte Noten? Nein. Anja, zeig uns mal dein blumigstes Gesicht. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten hat man als Floristin nachher? Man kann eine Berufsprüfung machen und nachher kann man auch noch eine Meisterfloristenprüfung machen. Und man kann natürlich auch BM machen, also Berufsmatur, und dann ist die Tür offen, für alles zu studieren. Was sind denn deine Aussichten? Was willst du mal machen? Das ist eine gute Frage. Ich weiss es selber nicht. Vielleicht weiterarbeiten auf dem Beruf, das ist sehr ein schöner Beruf. Anja, wieso sollen junge Menschen Floristin oder Florist werden? Weil es einfach mega Freude macht, mit Blumen zusammenzuarbeiten und mit den Naturmaterialien. Und weil man jeden Tag entweder einem Kunden eine Freude machen kann oder einen Kunden trösten kann.